sich abgesetzt wird. Ich rufe nun auf den Tagesordnungspunkt 26, Beratung der Beschlussempfehlung des Auswärtigen Ausschusses zu dem Antrag der Bundesregierung zur Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der multidimensionalen integrierten Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in Mali, abgekürzt heißt das MINUSMA. Über die Beschlussempfehlung werden wir später namentlich abstimmen. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten vereinbart. Ich eröffne die Aussprache und als erste Rednerin hat das Wort Merle Spellerberg für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen! Vor wenigen Wochen durfte ich die Außenministerin auf ihrer Reise nach Mali und Niger begleiten. Und eines haben meine Kolleginnen und ich dort immer wieder gehört. Sicherheit. Wir brauchen Sicherheit. Von der Regisseurin in Bamako, Sicherheit. Von der Schriftstellerin, Sicherheit. Von der zivilgesellschaftlichen Aktivistin in Gao, Sicherheit. Die Frauen, die ich treffen durfte, wollen und brauchen Sicherheit beim Ausüben ihres Berufes, beim Einkaufen, beim Weg zum Brunnen. Und dass Sicherheit kein ausschließlich militärisches Konzept ist, das diskutieren wir hier im Hause seit Wochen, seit Monaten. Aber wenn die Frauen, die ich unter anderem in Gao treffen durfte, eins deutlich gemacht haben, dann ist es Folgendes. Es ist schwer, sich sicher zu fühlen, wenn die Welt um einen herum von Terror, von organisierter Kriminalität bestimmt ist. Die Sicherheit der Frauen, der Männer, der Kinder, aller Menschen in Mali wiederherzustellen, auch das ist unser Interesse. Und das ist das Mandat, das wir der Bundeswehr für die UN-Mission MINUSMA erteilen wollen. Unser Engagement soll weiter zur Stabilisierung des Landes beitragen. Wir wollen helfen, den Frieden zu wahren und Menschenrechte zu schützen. Und das tun wir nicht kritiklos, um die malische Regierung zu schützen. Den Militärputsch verurteilen wir. Der Transitionsprozess zur demokratischen Ordnung muss weitergehen. Aber in meinen Gesprächen mit den Menschen in Mali ist klar geworden, dass demokratische Wahlen, dass Kritik an dem Militärputsch nicht ganz oben auf ihrer Agenda steht. Es ist und bleibt vorerst Sicherheit. Und das hören wir und das nehmen wir ernst. Und deshalb ist der wichtigste deutsche Auftrag in Mali die Umsetzung des Friedensabkommens und die Wahrung der Menschenrechte. Und unsere Soldatinnen, denen unser großer Dank gilt, unterstützen die Einhaltung dieser Waffenruhe. Wir fördern vertrauensbildende Maßnahmen und helfen, die staatliche Integrität wiederherzustellen. In einem Land, das von Terror und organisierter Gewalt geplagt ist, das höchst fragil ist, braucht es diese staatlichen Strukturen umso mehr. Die UN-Mission will kriminellen und terroristischen Netzwerken in der Region dadurch auch den Nährboden entziehen. Und so schaffen wir wichtigen Raum für die Arbeit von zivilem Personal, für UN-Personal, für humanitäre Hilfe, die dringend dort ankommen muss, wo sie gebraucht wird. Das, liebe Kolleginnen, ist also der Grundgedanke dieses Einsatzes. Und dieses Mandat ist ein Zeichen für neue Verantwortung, eine Antwort auf geostrategische Herausforderungen. Wenn die französischen Truppen sich im Spätsommer aus Mali zurückziehen, dann sind wir dort der größte Truppensteller aus dem globalen Norden. Mit 309 Soldatinnen schließen wir die Lücke, die die Franzosen hinterlassen, gerade bei der Rettungskette und dem Betrieb des Flughafens. Wir haben die benötigten Transporthubschrauber, die benötigten Drohnen. Und diese sind für die Umsetzung des Mandates praktisch nicht ersetzbar. Und natürlich bedeutet der Aufwuchs gleichzeitig eine enorm gewachsene Verantwortung. Und diese tragen wir für die Menschen in Mali, aber auch für unsere eigenen Soldatinnen. Denn was wir nicht haben, und das gehört zur Ehrlichkeit dazu, sind die Kampfhubschrauber. Und die werden fehlen, wenn die Franzosen abziehen. Und das birgt Risiken.
Denn ohne die Luftnahunterstützung sind unsere Soldatinnen höherer Gefahr ausgesetzt. Und gerade deshalb ist die Bundesregierung im engen Austausch mit unseren PartnerInnen, um diese Fähigkeiten zu ersetzen. Denn nur so können wir den Schutz durchgängig gewährleisten. Und auch deshalb haben wir die Ausstiegsklausel im Mandat, um einen vollen Abzug zu ermöglichen, wenn die Sicherheitslage nichts anderes mehr erlauben sollte. Und natürlich muss ein deutscher Beitrag in MINUSMA auch im Kontext der anderen Akteure in Mali gesehen werden. Wir wissen, dass russische Kräfte der Wagner-Gruppe vor Ort sind. Wir wissen, dass sie schwere Menschenrechtsverstöße begehen und dass die Militärjunta mit ihnen zusammenarbeitet. Und wir wissen auch, dass diese Zusammenarbeit zugenommen hat. Die gezielten russischen Desinformationskampagnen, die unseren französischen Partnern Kriegsverbrechen anhängen wollen, können und werden wir nicht akzeptieren. Und auch deshalb sollten wir alles daran tun, jetzt nicht zu weichen. Als Weltgemeinschaft ist es ein Anliegen, die Länder im Sahel zu stabilisieren und nicht der russischen Propaganda zu überlassen. Malis Regierung ist dabei, sich in russischem geostrategischem Kalkül zu verfangen. Und darunter wird am Ende die Zivilgesellschaft leiden. Und auch das hat die Außenministerin auf unserer Reise deutlich gemacht. Um auf die Zivilgesellschaft zurückzukommen. Ich möchte mich für die Frauen in Gao, die Menschen in Mali einsetzen, die gerade in Unsicherheit leben. Denn nur, und darum geht es am Ende, nur aus Sicherheit heraus kann sich Stabilität für demokratische Wahlen entwickeln. Nur aus Sicherheit kann sich Freiheit entwickeln. Und wenn wir hierzu beitragen können, dann sollten wir das tun. Und das können wir durch die Beteiligung der Bundeswehr an MINUSMA. Und deswegen, liebe Kolleginnen, empfehle ich, dieses Mandat zu unterstützen. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Johann Wadephul. Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, die CDU-CSU-Fraktion unterstützt dieses Mandat, wie auch in der Vergangenheit, so auch jetzt. Wir haben eine Verantwortung für diese Region, die geschunden ist, die leidet unter Überbevölkerung, Unterernährung, Terrorismus. Europa, Deutschland hat eine Verantwortung für die Sahelregion, die nehmen wir wahr. Und deswegen unterstützt die CDU-CSU-Fraktion den Antrag der Bundesregierung und wird heute zustimmen. Wir unterstützen damit auch die Vereinten Nationen. Und in dieser weltpolitischen Lage, wir diskutieren viele andere Regionen der Welt hier im Ausschuss oder in den Ausschüssen und natürlich auch hier im Plenum des Deutschen Bundestages, man müsste ja die Vereinten Nationen geradezu jetzt erfinden, wenn es sie nicht schon gäbe. Und deswegen ist jeder Einsatz, den wir gerade im Rahmen der Vereinten Nationen machen, ein besonders wertvoller. Und es ist jeden Einsatz Deutschlands wert, die Vereinten Nationen zu stärken. Es gibt genug Nationen, die die Vereinten Nationen schwächen wollen, sie unterminieren wollen, eine eigene Regelordnung aufsetzen wollen. Das ist nicht unsere Politik. Wir sind der internationalen, regelbasierten Ordnung verpflichtet. Dieser Einsatz manifestiert das, und deswegen ist es gut, wenn es eine breite Mehrheit im Deutschen Bundestag gibt, diesen Einsatz in Mali und in der Sahelzone fortzusetzen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich habe dennoch einige Anmerkungen zum Verfahren und zum Inhalt unseres Engagements für die Zukunft. Das eine betrifft das Verfahren, meine sehr verehrten Damen und Herren, und das möchte ich den Kolleginnen und Kollegen fassen, wir haben einige Zeit im ersten Ausschuss zusammengearbeitet, schon noch mal in aller Ernsthaftigkeit sagen. Den Mandatstext haben wir 2 Stunden vor der ersten Lesung bekommen. Wir waren in den Fraktionen, in den Arbeitsgruppen, in unserer Gesamtfraktion nicht in der Lage, vor der Beratung des Ausschusses zu informieren, wie dieses Mandat unter welchen Umständen fortgehen sollte. Und Sie alle wissen, dass die Ausschussdebatte entscheidend dafür ist, dass wir alle Fraktionskolleginnen und Kollegen darüber unterrichten, unter welchen obwaltenden Umständen die Bundesregierung gedenkt, den Einsatz fortzusetzen. Das Bundestagsbeteiligungsgesetz ist kein Bundeskenntnisgabegesetz. Und wir erwarten von der Koalition in Zukunft einen anderen Umgang mit dem Parlament in toto. Ich setze voraus, dass auch Ihre Kolleginnen ein Interesse daran haben, fachgerecht informiert zu werden. Und ich denke, so etwas darf sich in Zukunft nicht wiederholen. Das Zweite,
Auch dabei könnte man klatschen und würde nicht gleich die Koalition verraten, wenn man das vielleicht sogar teilt. Ein bisschen Nicken habe ich in Ihren Reihen gesehen. Das Zweite ist, und das möchte ich in aller Ernsthaftigkeit sagen, Frau Spellerberg, ich kann Ihre Ausführungen fast vollständig teilen. Das ist sehr, sehr erfreulich, und das tun wir auch gerne. Sie haben mit einem kurzen Satz die Rückzugsklausel erwähnt, die wir im Ausschuss, im Verteidigungsausschuss vertieft haben. Und das möchte ich schon noch mal dazu sagen. Wir müssen mal wissen, worum es hier geht. Die Verteidigungsministerin hat im Ausschuss gesagt, dass ein vollständiger Rückzug unserer Kräfte möglich ist, wenn ein Ersatz der Kräfte, die die Franzosen jetzt stellen, nicht gewährleistet ist. Und zugleich wurde uns signalisiert, dass man etwa damit rechnet, dass im August ein Abzug der französischen Kräfte erfolgt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, reden wir ernsthaft heute über ein Mandat, das die Bundesregierung gedenkt, schon im August wieder vollständig zu beenden? Wollen Sie ernsthaft im August über 1.000 Soldatinnen und Soldaten aus diesem UN-Einsatz, ich habe was zur UN gesagt, zurückziehen, Hals über Kopf, die UN mit wichtigen Aufklärungskräften, Frau Kollegin, Sie haben darauf hingewiesen, sozusagen ohne diese Aufklärungskräfte zurücklassen? Ich kann nur sagen, das ist eine abenteuerliche Vorstellung, Frau Lambrecht. Und das, was Sie dazu im Verteidigungsausschuss gesagt haben, zeigt einmal mehr, dass der Ratschlag unseres Fraktionsvorsitzenden an den Bundeskanzler mehr als angemessen war. So geht es nicht. Entweder wir stimmen hier einem Mandat zu, wo auch die Vereinten Nationen sich darauf verlassen können, dass deutsche Kräfte in dieser Stärke, stärkste Mandatskraft vor Ort, für ein Jahr verlässlich vor Ort ist, oder wir stimmen dem Mandat nicht zu. Wir müssen uns darauf verlassen können, dass die Bundesregierung alles daran setzt, dass das Mandat eingehalten werden kann. Das ist Ihre Hausaufgabe, die geben wir Ihnen mit. Ich will das in aller Ernsthaftigkeit sagen. Ja, das ist nicht ein spannendes Konstrukt, Herr Kollege Lechte. Das ist kein spannendes Konstrukt, sondern man weiß seit Februar, dass die Franzosen sich definitiv zurückziehen. Und diejenigen, die wie Sie sehr informiert sind über die gesamte Lage vor Ort und das Verhältnis zwischen der malischen Regierung und der französischen Regierung, konnten auch schon vorher davon ausgehen, dass das geschehen würde. Also das ist keine Sache, die mal vom Himmel gefallen ist. Und es wäre die Aufgabe der Verteidigungsministerin gewesen, sich darum zu kümmern. Und darum müssen wir jetzt auch, diese Zeit müssen wir nutzen. Und da biete ich nur für meine Fraktion auch die Zusammenarbeit und die Diskussion in den Fachausschüssen und auch darüber hinausgehend in den nächsten Monaten an. Wir brauchen jetzt auch eine Strategie für diese Region. Und das Trilemma ist ja auch richtig beschrieben worden, Frau Spellerberg, ich teile das. Natürlich müssen wir weiterhin die sicherheitspolitische Voraussetzung dafür schaffen, dass in dieser Region, insbesondere im Staat Mali, eine demokratische Entwicklung stattfinden kann, eine soziale Entwicklung stattfinden kann, dass Frauen, aber auch alle anderen Menschen sich sicher bewegen können. Und da brauchen wir einen erweiterten Sicherheitsbegriff, vollkommen eindeutig. Natürlich dürfen wir nicht zulassen, dass die Russen da mit Wagner-Kräften Einfluss gewinnen. Und natürlich müssen wir den internationalen Terrorismus bekämpfen. Dafür braucht es eine Gesamtstrategie, die fehlt bisher, und darum sollten wir uns alle bemühen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Nils Schmid. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Zunächst einmal bin ich der CDU-CSU-Fraktion dankbar, dass sie diesen Einsatz unterstützt. Es ist gut, dass wir in diesen Fragen, wo die Bundeswehr ins Ausland entsendet wird, möglichst breite Unterstützung aus der Mitte des Hauses erfahren. Ich bin aber etwas verwundert, Kollege Wadefuhl, über Ihre Aussage zu dem Mandat und der Frage eines möglichen Abzugs der Bundeswehr. Denn umgekehrt wird doch ein Schuh draus. Sie wollen doch nicht ernsthaft als CDU-CSU-Fraktion den Einsatz fortsetzen, wenn die Sicherheit und die medizinische Versorgung unserer Soldaten nicht mehr gewährleistet ist.
Es geht ja hier nicht um ein abstraktes Bekenntnis zu einer UN-Mission. Natürlich will diese Bundesregierung wie auch die vorangegangenen Bundesregierungen die Arbeit der UN stärken und insbesondere auch bei einer der größten Friedensmissionen der UN Unterstützung leisten. Aber wenn unsere Soldatinnen und Soldaten in Gefahr sind, weil die medizinische Versorgung mangels Transportkapazitäten nicht mehr ausreichend gewährleistet ist im Krisenfall, dann müssen wir Konsequenzen ziehen. Das ist unsere Aufgabe als Parlamentarier für unsere Bundeswehr. Und deshalb gibt es diese Ausstiegsklausel in dem Mandat, so wie von der Bundesregierung vorgeschlagen und vorgelegt. Und wir bekennen uns ausdrücklich dazu, dass wir die Bundeswehrsoldaten abziehen müssen, wenn diese Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist. Ich will aber auch deutlich sagen, dass der Mali-Einsatz einmal mehr den engen Zusammenhang zwischen Sicherheit und Entwicklung aufzeigt. Ohne Sicherheit keine Entwicklung, ohne Entwicklung aber auch keine nachhaltige Sicherheit. Und deshalb ist schon seit Jahren dieser Einsatz der Bundeswehr in Mali auch ein Testfall für den vernetzten Ansatz. Denn die Konfliktlagen, die Problemlagen in Mali sind vielfach. Es sind vor allem soziale Verteilungskonflikte verschärft durch die Veränderungen des Klimas in der Sahelzone insgesamt. Es sind ökonomische Konflikte und es sind ungelöste politische Konflikte, vor allem die mangelhafte Vertretung der jungen Generation im politischen System, verstärkt durch politische Fehlentwicklung der letzten Jahre, dass auch in Mali die Regierung auf den Einsatz von Milizen gesetzt hat in der Vergangenheit, die ebenfalls schwerer Menschenrechtsverletzungen bezichtigt worden sind, dass jetzt die Wagner-Miliz dazugekommen ist, ebenfalls mit schweren Menschenrechtsverletzungen, dass Wahlen nicht durchgeführt werden und wenn sie durchgeführt werden, nicht auf ausreichend Akzeptanz stoßen, weil eben nicht alle Bevölkerungsgruppen abgebildet werden. Die Demilitarisierung und Wiedereingliederung bewaffneter Kämpfer geht schleppend voran. Und der zivile Schub, der auf dem Gipfel von N'Djamena im Sinne von Entwicklung, der Schaffung von Inseln der Stabilität versprochen worden ist, geht auch sehr zögerlich und schwerfällig voran. Also eine durchaus schwierige Gesamtgemengelage, wo aber gerade diese MINUSMA-Mission zentrale Stabilisierungsfunktionen wahrnimmt. Und deshalb ist es gut, dass wir heute zweierlei tun im Deutschen Bundestag. Dort, wo es nicht gut läuft, nämlich bei EUTM, bei der Ausbildungsmission, haben wir den Mut, einen klaren Schnitt zu machen. Und zwar nicht länger zuzuwarten, sondern diesen Schnitt heute und jetzt zu machen, nachdem die Putschisten die Grundlage für die Zusammenarbeit entzogen haben. Und gleichzeitig bekennen wir uns zur Arbeit der Vereinten Nationen, zur Stabilisierungsarbeit für MINUSMA, zur Unterstützung des Friedensabkommens von Algier und natürlich auch zur Absicherung der großen und beträchtlichen deutschen Entwicklungshilfe, die in Mali ja weiterhin gewährleistet werden soll. Und deshalb ist für uns diese MINUSMA-Mission eine, die im Sinne des vernetzten Ansatzes das Richtige tut. Deshalb sind wir auch bereit, Fähigkeitslücken zu schließen, sofern die Bundeswehr selber Fähigkeiten zusätzlich einbringen kann. Aber es ist eine UNO-Mission. Deshalb ist auch die gesamte UNO in der Verantwortung, ausreichend technische Fähigkeiten für diese Mission zu entsenden. Und es ist eben nicht Aufgabe der Bundeswehr, und das können wir auch gar nicht, alle Lücken zu schließen, die seit Jahren beklagt werden, sondern das ist eine Aufgabe der gesamten Weltgemeinschaft. Und in diesem Sinne ist die Bundesregierung auch im Gespräch, die Lücken bei den Fähigkeiten für Transporte, für den Transport durch Hubschrauber zu schließen. Wir wissen, dass der Prozess in Mali mühselig sein wird. Aber ohne Wahlen, eine ausreichend solide Wählerregistrierung im Vorfeld, Wahlen, die auch neuen Kräften die Möglichkeit eröffnen, sich an diesem demokratischen Prozess zu beteiligen, ohne ein Mindestmaß an demokratischen Institutionen in Mali werden wir auch die zugrunde liegenden ökonomischen und gesellschaftlichen Konflikte nicht lösen können. Und es ist mir ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass der Ansatz, den wir in Mali fahren, nicht aussichtslos ist. Denn Mali hat auch schon lange Phasen demokratischer Regierung erlebt. Wir haben eine lebendige Zivilgesellschaft. Wir haben Institutionen, die man aufbauen kann, auf die man setzen kann. Und deshalb ist es aller Mühen wert,
von uns im Deutschen Bundestag, von der Bundesregierung, der Bundeswehr, aber auch dem zivilen Engagement, diese Unterstützung für dieses Land über MINUSMA weiter zu leisten. Ich danke all denjenigen bei der Bundeswehr und in der Entwicklungshilfe tätigen, die sich weiterhin in diesem Land engagieren. Und selbstverständlich wird die SPD zustimmen. Herzlichen Dank. Nächster Redner für die AfD-Fraktion, Jan Nolte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, das Mandat, das uns hier heute zur Abstimmung vorliegt, ist ja wirklich mal bemerkenswert. Schon in den ersten Sätzen steht ja drin, dass es vielleicht gar nicht funktionieren wird und wir es frühzeitig werden beenden müssen. Die Bundesregierung hat offensichtlich kein Vertrauen in das eigene Mandat, aber wir sollen heute auf dieser Grundlage schon mal 1400 deutsche Soldaten nach Mali entsenden. Die Alternative für Deutschland wird das sicher nicht mitmachen. Und ich will mal zwei Argumente aufgreifen, die von den Befürwortern dieses Mandates des Öfteren genannt werden. Das eine ist, dass wir nicht abziehen könnten aus Mali, weil ja ein Vakuum entstünde. Und das mag ja sogar sein, in dem winzigen Teil Malis, den wir irgendwie kontrollieren, da könnte ein Vakuum entstehen. Aber dieses Argument, das können wir doch nur gelten lassen, wenn die Bundesregierung uns ein Konzept vorlegt, mit dem sich das perspektivisch mal ändert, dass irgendwann mal der Tag kommt, an dem wir unsere Soldaten aus Mali wieder abziehen können und kein Vakuum mehr entsteht. Ein solches Konzept bleibt die Bundesregierung uns aber schuldig, sodass es heute im Kern darum geht, 1400 Bundeswehrsoldaten nach Mali zu schicken, damit sie dort ausharren und wir einfach mal das Beste hoffen und hoffen, dass sich einer findet, der die Luftnahunterstützung bereitstellt. Das ist verantwortungslos gegenüber unseren Soldaten. Wir stimmen mit Nein heute. Und der andere Punkt, der manchmal genannt wird, ist, dass Migrationsbewegungen anfangen könnten von Mali aus nach Deutschland, wenn wir abziehen würden oder auch, dass Terroristen vielleicht herüberkommen. Da gibt es eine relativ einfache Lösung. Liebe Bundesregierung, machen Sie Ihren Job, kontrollieren Sie, wer einwandert nach Deutschland, schützen Sie die Grenzen. Das ist Ihr Auftrag, nicht der unserer Soldaten. Und ich will mal ein paar Zahlen nennen zu Mali, weil ja alles so toll läuft, wie man hier rausschließen könnte aus Ihren Reden, die Sie hier gehalten haben. 2013 fing der Einsatz an, da stand Mali auf dem globalen Terrorismusindex auf Platz 19. 4 Jahre später, 2017, stand Mali auf Platz 10 und heute steht Mali auf Platz 7 des globalen Terrorismusindex. Diese Verschlechterung konnten wir nicht verhindern. 2020 gab es 393 Terrortote in Mali, ein Jahr später 574. Das ist eine Erhöhung von 46%. Terrororganisationen in Nord- und Zentralmali rekrutieren so erfolgreich neue Kämpfer wie nie zuvor. MINUSMA ist der gefährlichste UN-Einsatz mit 272 Toten. Zwei davon waren Bundeswehrsoldaten. Wir reden hier über ein Land, das 3,5-mal so groß ist wie die Bundesrepublik Deutschland. Und die Regierung meint, mit 300 zusätzlichen Soldaten könnten wir hier irgendwas bewegen, während gerade 5.000 französische Soldaten aus Mali wieder abziehen. Ich habe einen Vorschlag für alle, die meinen, wir müssen da deutsche Soldaten jetzt hinschicken. Gehen Sie in die nächste Kaserne, empfangen Sie sich ein G36, setzen Sie sich einen Helm auf und dann fliegen Sie selbst nach Mali und lassen unsere Soldaten aus der Nummer mal raus. Nächster Redner für die FDP-Fraktion, Ulrich Lechte. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Dieser Versuch des latenten Vorwurfs, dass wir leichtfertig Soldaten in Missionen entsenden, ist eine bodenlose Frechheit, weil wir über Wochen und Monate darüber diskutieren. Und der Grund, warum wir das Mandat so spät vorgelegt haben, war, dass wir darum gerungen haben, die beste Variante Ihnen allen hier im Haus vorlegen zu können, weil dieses Mandat so schwierig ist. Nein, die schlechteste Variante ist, dass Sie überhaupt in dieses Haus gewählt wurden, aber da müssen wir leider mit leben. Dem Kollegen Wadefuhl
möchte ich entgegnen, ich weiß, es ist ein sehr, sehr schwerer Prozess, in der Opposition die Rolle zu finden. Und ich bin sehr dankbar, dass die Union auch heute diesem Mandat zustimmt und dass wir in vielen, vielen Aspekten, die wir momentan behandeln müssen, auch im Auswärtigen, miteinander kooperieren und zu gemeinsamen Lösungen kommen. Siehe der Ukraine-Antrag, siehe die Mandate, die unsere Bundeswehr betreffen. Uns ist gerade die Sicherheit der Soldaten wichtig. Wir wissen, was dort unten passiert. Und deswegen haben wir alle Möglichkeiten in diesem Mandat angelegt, dass wir auch Zurückzug beordern können und haben der Bundesregierung die Möglichkeit gegeben, je nachdem, wie sich die Lage für unsere Soldatinnen und Soldaten im Mali entwickelt. Das ist der Grund, warum das Mandat so angelegt ist. Sie wissen auch, dass gewisse Komponenten fehlen, die wir selber als Bundeswehr derzeit nicht in ausreichender Menge zur Verfügung haben. Die Kampfhubschrauber. Wir haben davon mehr, das ist bekannt, nämlich über 50. Und es sind halt momentan nur 9, danke Herr Brandner für den Zwischenruf, ich weiß es selber, 9 nur einsatzfähig. Ich meine, ich muss dazu zur Kenntnis nehmen, dass wir 16 Jahre Verantwortung für die Bundeswehr leider bei der Union hatten. Das ist halt nun mal historischer, politischer Fakt. Und wir müssen uns jetzt damit beschäftigen, das alles zum Fliegen zu bringen, so wie es der Bundeskanzler auch gesagt hat. Wir müssen die Sachen zum Schwimmen bringen, wir müssen die Sachen zum Fliegen bringen, wir brauchen Munition. Und das muss ausgerechnet eine Koalition machen, wo die Grünen mit ihrem großen Friedensanteil dabei sind und die SPD. Und ihr habt das nicht hinbekommen. Wir als FDP unterstützen das natürlich. Deswegen brauchen wir auch die Zustimmung von euch für die 100 Milliarden. Welche Überraschung. Ja? Deswegen, die ganzen politischen Diskussionen können wir uns hier im Haus schenken, wenn wir nicht den Realitäten uns stellen. Die Realität ist, dass wir plötzlich wir haben einen Aggressor an der Ostflanke, wie das so schön heute im Neudeutsch wieder heißt, und dafür müssen wir gemeinsam streiten und die Kommentare mal weglassen. Da freue ich mich sowieso schon auf die Rede, die gleich kommen wird. Ich hoffe, dass dann der Kollege von der SPD das entsprechend verfrühstücken werden kann. Aber wir diskutieren hier heute MINUSMA Mali als den bis vor kurzem wichtigsten Einsatz der deutschen Bundeswehr im Ausland. Und im Mali sind nicht nur Wagner, Söldner aus Russland, sondern da sind offizielle russische Truppen. Hätten wir deswegen aber jetzt gesagt, wir gehen dort raus, dann hätte man ohne Probleme immer mal wieder 100, 200, 300 Soldaten von Russland in irgendwelche Krisengebiete entsenden können. Und daraufhin hätte sich der Westen seiner Verantwortung entzogen. Das dürfen wir nicht machen. Und damit das hier auch mal gesagt wird im Hause, wir sind neben den Problemen, die die Franzosen mit der malischen Regierung haben, und die malische Regierung ist wahrlich nicht einfach, ich war dabei, wie die Außenministerin mit dem Präsidenten Goïta diskutiert und gesprochen hat, aber wir sind ja nicht das einzige Land auf Gottes Erdball, was man manchmal hier in diesem Haus sich vorstellen könnte. Dort gibt es viele kleinere Truppensteller, auch die in diesem Mandat mit dabei sind und die sich auf uns verlassen. Und dazu gehören unter anderem Belgien, Estland, Litauen und die Niederlande als unsere europäischen Partner vor Ort, aber auch große Truppensteller wie Bangladesch, Burkina Faso, der Niger, Senegal, Togo und die Elfenbeinküste, multinational. Und die verlassen sich auf das großartige deutsche Kontingent, auf unsere Fähigkeiten, die wir dort unten stellen, und dass wir mit ihnen zusammen für die Sicherheit sorgen. Und ich habe in der letzten Debatte schon gesagt, dass in Gao sich mittlerweile über 30.000 Menschen mehr befinden als zu Beginn des Konfliktes, und die vertrauen darauf, dass wir dort sind. Wenn am Ende des Tages es aber nicht mehr funktionieren sollte und die Grundlagen für die Sicherheit unserer Soldatinnen und Soldaten nicht gewährt ist, dann hat die Bundesregierung mit diesem Mandat die Möglichkeit abzuziehen. Und gleichzeitig haben wir in das Mandat reingeschrieben, dass der Bundestag von der Bundesregierung einen Bericht bekommt, jederzeit, wenn wir das wünschen. Wir haben also auch noch eine weitere Komponente neben Evaluierung, die Berichte für uns alle als Parlamentarier da drin. Deswegen bitte ich um Zustimmung. Ein besseres Mandat und diversifizierteres Mandat hat es lange in diesem Haus nicht mehr gegeben. Vielen Dank.
Nächster Redner für die Fraktion Die Linke, Ali al-Dailami. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, seit 2013 ist die Bundeswehr im Rahmen des Einsatzes MINUSMA in Mali. Gegenwärtig sind knapp über 1000 Soldatinnen und Soldaten vor Ort. Und heute, nach 9 Jahren, kann man feststellen, dieser Einsatz ist krachend gescheitert. So gut wie keines der verkündeten Ziele wurde erreicht. Schlimmer noch, die Lage nicht nur in Mali, sondern in der gesamten Sahelzone ist völlig eskaliert. Und diese Mission entwickelt sich immer mehr zu einem Kriegseinsatz mit undurchsichtigen Folgen. Und für diese Folgen tragen auch Sie, meine Damen und Herren von der Bundesregierung, die Mitverantwortung. Bisher sind 272 UN-Soldaten bei diesem Einsatz ums Leben gekommen. Es ist somit einer der verlustreichsten UN-Einsätze seit dem Koreakrieg in den 1950er Jahren. Und seit Beginn dieses Einsatzes sind tausende Menschen getötet und Millionen vertrieben worden. Gleichzeitig haben sich die Anschläge terroristischer Gruppierungen mehr als vervierfacht. Doch anstatt sich das Scheitern einzugestehen und die Soldatinnen und Soldaten endlich nach Hause zu holen, wollen sie stattdessen weitere 300 in das Pulverfass Mali entsenden. Ich sage Ihnen, das ist nichts anderes als die Fortsetzung des bisherigen Scheiterns mit Ansage. Das ist verantwortungslos, und daran werden wir uns nicht beteiligen, meine Damen und Herren. Und wenn man sich Ihren Antragstext mal so durchliest, dann steht da unter anderem als Auftrag für diesen Einsatz unter Punkt 3, ich darf zitieren, a, Unterstützung für die Umsetzung des Abkommens für Frieden und Aussöhnung in Mali und b, die Unterstützung bei der Wiederherstellung der staatlichen Autorität. Zitat Ende. Das ist deshalb erwähnenswert, weil es sich hier, es wurde ja schon erwähnt, um das Friedensabkommen von Algier aus dem Jahre 2015 zwischen der damaligen malischen Regierung und zweier Rebellengruppen handelt. Ganze 6 Mal berufen Sie sich heute in Ihren Anträgen genau auf diesen Friedensschluss. Das Problem ist nur, dieses Abkommen hat mittlerweile jegliche Grundlage verloren, denn es gab 2 Putsche in Mali seitdem. Der zweite Unterzeichner dieses Abkommens wurde mittlerweile ermordet. Die dritte Unterstützergruppe will davon gar nichts mehr wissen, paktiert mittlerweile mit der Al-Qaida und verdient ihr Geld mit Drogen und Menschenhandel. Und in Anbetracht dieser Fakten reden Sie auch noch ernsthaft in Ihrem Antrag davon, das Abkommen von Algier umsetzen und die staatliche Autorität in Mali wiederherstellen zu wollen. Meine Damen und Herren von der Regierung, das ist an Absurdität und Realitätsfremdheit kaum zu überbieten. Deshalb kommen Sie zurück in die Realität, ziehen Sie die Soldatinnen und Soldaten endlich ab. Und zu allerletzt, 2,5 Milliarden Euro haben Sie bisher nur für das Militärische dieses Einsatzes regelrecht verpulvert. Sie können sich ja mal fragen, wie viel Leid, Elend und Hunger hätte man mit nur einem Bruchteil dieses Geldes verhindern können. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Florian Hahn. Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, richtig ist, die Sicherheitslage in Mali verschlechtert sich und sie ist prekär. Und Ende Juni läuft das Mandat der Vereinten Nationen aus und Kenntnisse über eine substanzielle Verbesserung des VN-Mandats haben wir nicht. Und aufgrund des französischen Rückzugs entstehen die bereits genannten Fähigkeitslücken und nach dem Rückzug weiterer Partner verbleibt Deutschland als einzige größere europäische Nation bei MINUSMA. Eine Perspektive mit klaren Zielen ist weder bei der VN noch bei der Bundesregierung zu sehen. Und auch die Beiträge von Frau Spellerberg, Herrn Lechte und Herrn Schmidt haben dazu nicht wirklich beigetragen. Das Vakuum, das durch den französischen Abzug entsteht, wird in den umkämpften Gebieten vermutlich schnell durch nichtstaatliche und terroristische Akteure gefüllt werden. Die Bundesregierung konnte uns auch nicht schlüssig darlegen, wie die Terrorbekämpfung zukünftig durchgeführt werden soll. Folglich wird diese gefährliche Mission noch gefährlicher werden. Das Mandat versucht deswegen, Lücken vorrangig durch ein Mehr an Personal zu schließen.
Diese generieren aber nicht ein Mehr an Fähigkeiten für die Mission. Sie sind auch nicht ausreichend, um die Sicherheitslage in der Region zu verbessern bzw. die politischen Ziele des Einsatzes tatsächlich zu erreichen. Und ich muss deswegen feststellen, die Mission hat keinen Zielzustand, keine realistische Bewertung des Machbaren und vor allem keine Evaluation der Wirksamkeit der Mission und des Bundeswehreinsatzes. Der Wirkungsradius der deutschen Soldaten für die zentrale Aufgabe, den Schutz der Zivilbevölkerung, wird auf das Umfeld des Campus entsprechend begrenzt sein. Und weiterhin frage ich mich, für wen die Aufklärungsergebnisse wirksam genutzt werden können, wenn keine Wirkmittel mehr da sind und niemand mit diesen Aufklärungsergebnissen im Anschluss arbeitet. Aufklärungsergebnisse, für die unsere Soldaten entsprechend ihr Leben riskieren. Und die Bundesregierung hat sich aber scheinbar bei den VN und anderen Partnernationen nicht durchsetzen können. Sie ist also nicht in der Lage gewesen, die Relevanz und die Perspektiven gegenüber den Partnern zu erklären. Und deswegen stelle ich fest, das Mandat ist schlecht durch die Bundesregierung vorbereitet und auf den letzten Drücker zusammengestöpselt worden. Die Ausstiegsklausel ist dafür signifikant. Sie ist ein Zeichen für die schlechte Vorbereitung, die eigene Unsicherheit, die fehlenden Perspektiven und Absprachen. Und deswegen kann ich nur sagen, da helfen auch alle anderen Ablenkungsmanöver nicht. Wir fordern als CDU-CSU-Bundestagsfraktion, dass die roten Linien für den Einsatz unserer Soldaten fortlaufend bewertet und im Parlament berichtet werden. Und sollten die Voraussetzungen für einen Einsatz nicht mehr gegeben sein, müssen Konsequenzen gezogen werden. Die entsprechenden Szenarien und Planungen müssen vorbereitet werden. Es ist völlig unverantwortlich, Kolleginnen und Kollegen der AfD, das, was Sie fordern, nämlich von heute auf morgen über 1000 Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten einfach so abzuziehen. Das wäre mit größter Gefahr für dieselben verbunden. Und das wäre im Übrigen auch mit Blick auf die 6 Nationen, die sich dort verlassen, unverantwortlich. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, wir, die CDU-CSU-Bundestagsfraktion, stimmen nur mit größten Bauchschmerzen dazu. Wir tragen das Mandat nur mit, weil wir Verantwortung für diese Region haben, aber noch viel mehr, weil wir es unseren Soldatinnen und Soldaten schuldig sind, sie bei dieser immer schwieriger werdenden Mission zu unterstützen. Das geschieht zum Schutze, um den geordneten Rückbau zu ermöglichen und die Truppe dabei den verdienten breiten parlamentarischen Rückhalt zu geben. Herzlichen Dank. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Christoph Schmid. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Lassen Sie es mich gleich zu Beginn sehr deutlich machen. Ja, wir als Abgeordnete tragen eine hohe Verantwortung für das Wohl unserer Soldatinnen und Soldaten, denen ich an dieser Stelle für ihren Einsatz sehr herzlich danke. Und vielen Dank an den Kollegen Lechte für die Geduld als Nachhilfelehrer für die rechte Seite des Hauses. Ich dachte, ich müsste es für die Linke übernehmen. Jetzt muss ich es für Herrn Hahn auch noch ein bisschen übernehmen. Herr Hahn, es ist ein UN-Mandat und wir bewegen uns in einem internationalen Rahmen. Und wenn Sie genau aufgepasst hätten, dann steht das entweder im Mandatstext oder wir haben uns die Evaluierung im Koalitionsvertrag vorgenommen. Wir gehen mit dieser Verantwortung sehr, sehr vernünftig um. Und deshalb danke ich ausdrücklich auch der Bundesregierung dafür, dass alle Anregungen aus den intensiven Beratungen der letzten Wochen und Monate in diesen Mandatstext jetzt mit eingeflossen sind, über den wir heute abstimmen. Dadurch findet nämlich auch der Schutz der Soldatinnen und Soldaten die erforderliche Berücksichtigung. Wie bereits erwähnt, die Mission MINUSMA hat mehrere Säulen. Es soll der Friedensvertrag von Alger gesichert werden. Dieser Frieden war und ist brüchig, ja. Und dennoch ist dieser Friedensvertrag das grundsätzliche Gerüst für ein friedliches Zusammenleben. Es ist besser, einen brüchigen Frieden zu schützen, als einen heißen Krieg zu riskieren. Zweitens soll mit MINUSMA die Zivilbevölkerung geschützt werden. Leib und Leben von Kindern, Frauen und Männern zu schützen und durch Präsenz von internationalen Kräften ein Leben ohne Angst zu ermöglichen, das ist doch ein sich selbst erklärendes Ziel. Die meisten von uns wissen nicht aus eigener Erfahrung, wie es ist, in einem unsicheren Krisengebiet leben zu müssen. Wir leben in Sicherheit. Was wir aber tun können, ja tun müssen, ist, den Menschen in der Sahelzone etwas mehr Sicherheit und Angstfreiheit zu garantieren. Die internationale Präsenz im Land wird von der lokalen Bevölkerung sehr begrüßt. MINUSMA genießt hohe Zustimmung in den Regionen, in denen MINUSMA aktiv ist.
Ja, und MINUSMA, und das wurde auch schon erwähnt, ist auch ein Garant für die Absicherung der Entwicklungszusammenarbeit und damit für die Zukunft im Sahel. Wir wissen alle, dass die Menschen eine Zukunftsperspektive brauchen. Deutschland ist ein willkommener und zuverlässiger Partner. Das Haus von Ministerin Svenja Schulze koordiniert in Mali zahlreiche wichtige Initiativen. Und viele dieser Initiativen, ja viele wichtige Projekte, sind ohne ein Mindestmaß an Sicherheit, und das hat Frau Spellerberg erwähnt, einfach nicht durchführbar. Mit unserer zugesagten Beteiligung an MINUSMA sorgen wir dafür, dass diese wertvollen Projekte weitergeführt werden. Wir zeigen aber auch der Weltgemeinschaft, dass Deutschland bereit ist, Verantwortung im Rahmen der VN zu übernehmen. Und hier nun die gewünschte Ansage an die ganz linke Seite des Hauses: Internationale Verantwortung bedeutet eben nicht, dass man der UNO einen Kriegseinsatz unterstellt. Mit der Anhebung der Personalobergrenze unterstützen wir den Ausgleich bisher von Frankreich übernommener Fähigkeiten, vor allem im Bereich der sanitätsdienstlichen Einrichtung. Herr Al-Dailami, das nennen Sie kriegerisch? In welcher Welt leben Sie denn? Finden Sie wirklich, dass das die Realität ist? Ich bin froh, dass meine Realität anders aussieht. Aber wir formulieren im Sinne unserer Soldatinnen und Soldaten auch Bedingungen an die VN. Und diese Ausstiegsklausel wurde bereits mehrfach erwähnt. Damit auch die Bürgerinnen und Bürger wissen, worüber wir sprechen, darf ich kurz zitieren. Sofern während des Mandatszeitraums ein ausreichendes Schutzniveau für deutsche Soldatinnen und Soldaten nicht mehr gewährleistet werden kann, sind Maßnahmen zur Anpassung des deutschen Beitrags einzuleiten bis hin zur Beendigung des Einsatzes. Dies betrifft insbesondere die fortgesetzte Verfügbarkeit von Luftnahunterstützung nach dem Abzug der französischen Kampfhubschrauber. Ich bin der Verteidigungsministerin Christine Lambrecht sehr dankbar, dass sie im Ausschuss noch einmal sehr klar dargestellt hat, wie wichtig auch ihr dieser Punkt ist. Sie hat in vielen Gesprächen bis zuletzt versucht, eine Lösung mit anderen Nationen zu finden und wird sich dort auch weiter einbringen. Aber, und das sollten auch die Kollegen von der Union wissen, die Sicherstellung des Anteils der Luftnahunterstützung an der Mission ist nicht die originäre Aufgabe der deutschen Verteidigungsministerin, sondern die Aufgabe der Vereinten Nationen. Wir zeigen den Vereinten Nationen, dass wir zur Verantwortungsübernahme bereit sind, aber wir ziehen zum Schutz unserer Soldatinnen und Soldaten auch eine klare Grenze. Wir formulieren einen klaren Arbeitsauftrag an die UNO. Und ich gehe davon aus, Herr Dr. Wadefuhl, dass wir uns da einig sind. Sie haben über die UNO gesprochen. Die UNO ist bestimmt nicht perfekt, aber sie ist das beste Mittel zur multinationalen Konfliktbeilegung, das wir haben. Und es liegt an den einzelnen Nationen, dass wir die UNO verbessern. Lassen Sie uns durch die Zustimmung zum veränderten Mandat MINUSMA signalisieren, dass Deutschland bereit ist, seinen Teil zur Stärkung der internationalen Zusammenarbeit beizutragen. Herzlichen Dank. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Auswärtigen Ausschusses zu dem Antrag der Bundesregierung zur Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der multidimensionalen integrierten Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in Mali. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 1878 dem Antrag der Bundesregierung auf Drucksache 1761 anzunehmen. Wir stimmen über die Beschlussempfehlung namentlich ab. Die Abstimmung erfolgt in der Westlobby. Sie haben zur Abgabe Ihrer Stimme nach Eröffnung der Abstimmung 20 Minuten Zeit. Ich bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, die vorgesehenen Plätze einzunehmen. Ich höre gerade, die Plätze an den Uhren sind besetzt. Das ist damit der Fall. Ich eröffne die namentliche Abstimmung über die Beschlussfassung auf Drucksache 1878. Die Abstimmungsurnen werden um 10.05 Uhr geschlossen. Das bevorstehende Ende der namentlichen Abstimmung wird Ihnen dann rechtzeitig bekannt gegeben.